So, irgendwie hopsen die Leute hier hin und her, die KI. Also, ich habe keine Ahnung. Das ist schon voll die Paranoia. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, hier bin ich. Ist der irgendwo scharf abgebogen? Die hier so rumhopsen. Also dieser Typ, der stand da eben rechts auf der Mauer drauf. Und mit einmal ist er auf die Straße geglitscht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Da bin ich. Hab dich gesehen. Du mich auch? So, komm. Und jetzt schnauziger Helden. So, ich muss zusehen. Mal gucken hier, wie wir das alles so basteln können. Komm sofort zurück. Ich mach Hackfleisch. Ich bilde mir Ach, ich bilde mir ein, hier einen Eingang gefunden zu haben. Ja, toll, Herr Popovic. Wie toll, wie blöd bist du eigentlich? Das wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre echt zu einfach gewesen. Ganz toll. Und ich gehe von vorne rein. Blödmannsgehilfe, Alter. Oh Mann. Er ist noch in Alarmbereitschaft, da oben auch. So, ich mich auch. Ich mich auch. So, komm, geh drauf. Also das muss man echt sagen, dem neuen Degen, den ich hier habe, dem Florett. Es geht natürlich ratzfatz, ne? Ist natürlich schon cool. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn dieser Vogel? Der ist genau vor der Tür. Oder täusche ich mich da? Oder ist er im Keller irgendwo unten? Was war das? Ich, wer sonst? So. Gute Nacht, schlaf gut. Also, was ich ja so ein bisschen blöd finde, ist, dass du hier einen nach dem anderen abmurkst. Und dann ist er gar nicht hier drin. Wie uncool ist das denn? Boah, wie kommen wir da hin? Hey du, bleib einen Moment stehen. Ja, gleich. Geht gleich an. Wo denn? Scheiße. Wir sterben hier wie die Fliegen. Ja. Du entkommst nicht, du Made. Machen wir es glatt. Wo denn? Oben. Also muss ich tatsächlich irgendwie aufs Dach, damit ich von oben rein kann. Ah, blöd. Was ist mit dem los? Hä? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Wie blöd ist das denn? Wieso bin ich denn gestorben? Wieso bin ich gestorben? Das verstehe ich nicht. So, pass auf. Wir machen uns das jetzt diesmal etwas hoffentlich einfacher. Krabbeln hier einfach oben drauf lang. Und schon sind wir am Haus. Bürger, sofort stehen bleiben! Was ist das denn? Da bist du ja. Hurensohn, ich bleib bei dir dran. Ja, ich mag dich auch. Hier kriegen wir dich. So, zuerst nehmen wir den. Es ist toll, dass die mich hier alle so oft sehen. Ey, du bist doch ein Arsch.
Mir geht's ja wohl. Ja, euch geht's ja echt gut, wa? Tatsächlich, da muss ich rein. Wäre ich wahrscheinlich oben rum weitergekommen, wa? Gebt dir Deckung! Tut mir leid. Ich bin nun 3 Wochen hier und nie sah ich ihn aus diesem Raum kommen. Schon gar nicht. Treppe herunter. In seiner Arbeit vertieft, was? Besessen. Einen Moment, Bürger! Oh oh. Mal gucken, ob wir die hier Schurken. Kann man nicht. Waren doch zu viel gewesen, so eine Kacke, Alter. Mann. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, muss ich dann wirklich irgendwo ins Verlies runter oder so? Das gibt's doch gar nicht. Warum gibt er mir an auf der Hofmitte? Da ist doch keiner. Auf jeden Fall denke ich mal, war das schon nicht verkehrt hier mit der Liane darüber, mit dem Schabengel. Da wollen wir mal gucken. Hui! Wir damit nicht doch auch weiterkommen. Das ist natürlich die Frage. Ups. Hier nicht noch irgendwo anders auf. Ne, ist schon alles zu. Oder? Okay, das ist der Balkon. Der ist auch offen. Also ich muss mir, glaube ich, die Häuser mal ganz in Ruhe anschauen. Aber wo finde ich den? Und warum finde ich den? Und wie finde ich den? Nein. Ja, es war klar. Alter, du schreist ja wie ein Mädchen, ey. Arno, hätte ich von dir nicht gedacht. Tja, irgendwie ist die Aufgabe für mich doch zu schwer. Ich bin da wohl kein so guter Let's Player, der das alles auf Anhieb schafft. Also, es ist offensichtlich wohl nicht so ganz leicht. Aber das sind alles rote Wachen. Wo ist denn mein Macker, den ich suche, verdammter Hacke? Wo ist der Schmied? Was bist du von mir? Pass auf, wenn ich jetzt komme, hast du Schiss. Boah, wetten, wenn ich jetzt komme, hast du Schiss. Boah, wieder tot, das gibt's doch gar nicht. So, und jetzt? Was ist jetzt dein Problem? Ja, später. So, dann machen wir dich da oben erst noch platt. So, wie gut, dass du hier erstmal noch in Deckung gehst. Hä? Wie geht denn das schon wieder, bitte? Es ist doch gar nichts passiert. Weil ich gelaufen bin, oder was?
Ganz ehrlich, ich verstehe dieses Spiel nicht. Also bei Alien bin ich ja schon manchmal verzweifelt. Da habe ich ja so viele Aufnahmen platzen lassen, aber das hier ist ja ein Witz. Ich habe ja eigentlich von diesem Spiel sehr viel gehalten. Aber das ist ja echt ein Witz. Da stirbst du, weil du läufst. Bitte. Ja, komm her. Halt die Fresse jetzt, Mann. So, okay. Noch Worte. Noch Fragen, Mecca? Oh. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier oben klammheimlich hoch können. So, okay. Oh, jetzt kommen sie alle wieder an, ey. Da braucht's zu lange. Du nicht. Ey, das darf doch nicht sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ey, das kann es nicht sein. Da machst du 70.000 Mal die gleiche Scheiße, nur damit du hier vernünftig weiterkommst. Hallo? Ist das so Absicht? Oder bin ich wirklich einfach nur zu dämlich? Ich glaube Zweiteres. Sehr schwierige Mission. Was ist das überhaupt für eine Mission hier? Kann man das noch sehen? Nee. Doch, Schwierigkeit 2. Schwierigkeit 2. So, jetzt treffe ich auch mal den alten Heuwagen. So, Fresse. So langsam. Ey, unglaublich. Unglaublich. Ach. Wie geht denn das? Da schießen die Schweine. Die Schweine schießen. Unmöglich. Die Schweine schießen. Was sind das denn für feige Drecksäcke? Der feige Schweine, da schießen die. Unglaublich. Unglaublich. Arschgeigen, wa? Ja. Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Was mache ich jetzt, verdammte Hacke? Die laufen da draußen rum. Habe ich denn eine Möglichkeit, leise hier im Gebäude rumzulaufen? Der Papst hat uns verdammt. Warum das? Man hört es in den Kaffeehäusern. Der Papst verurteilt die Zivilverfassung, die Revolution, einfach alles. Was glaubst du, bedeutet das? Ich erwisch dich schon, du Recht!
So. Aber was soll ich da im Gebäude? Was war denn das? So. Ich kann das Schloss nicht knacken, weil ich zu blöd bin, ein Schloss aufzumachen, okay? Sehe ich ein. Aber wieso? Weil das ist ja die gleiche Tür. Komm, gib auf, gib's einfach auf. Aber warum? Jetzt bin ich hier im Gebäude drin. Was soll ich hier tun? Verdammte Hacke. Ich kann doch nicht hier wahllos irgendwelche Leute umknipsen. Das geht doch gar nicht. Ja, ist er. In seiner Arbeit vertieft. Monsieur Germain, der Silberschmied. Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Okay, die Treppe runter und rüber. Super Idee. Eins, zwei, ganz viele. So, Fettbacke ist auch da. Hallo, Fettbacke. Also da kommen wir gar nicht lang, okay. Also es bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig. Als abzuwarten, um Kaffee zu trinken. Ich bin hier, du Pfosten. Wie weit kann er sein? Ich opfere dich, Made! So. Das war doch mein Kinderspiel. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Hier oben nur den einen. Los jetzt! Ui. Ui. Wartet. Alter, tickt ihr noch ganz richtig? Ich soll hier unten raus? Der ist oben auf dem Dach. Alter, auf was für ein Trichter seid ihr denn? Das noch. Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Wo bist du, dämlicher Schwachkopf? So, das hat's ja erstmal vollgebracht. Also so eine Rauchbombe ist ja schon ganz cool.
Und noch irgendwas? Da ist noch ein Macker. Wir müssen weiter. Ja. Selbst, ja. Selbst ist der Mann. Ey, komm da raus. Einen Moment. Aha. Aha, aha, aha. Kommst du her oder nicht? Nee, er kniet da nur. Aber er könnte gesehen werden. Ich riskier's. Wie viel haben wir denn hier noch? Zwei. Also wenn du erstmal so im Fluss bist, geht es ja eigentlich. Hier entlang. Ja, selbstverständlich. Er rennt vor. Wartet. Oh, Alter. Okay, die machen Stellungswechsel. Das ist Chlor. Dann warten wir, bis er wieder zurückkommt. Ist müde. Ist da irgendjemand? Der hat da einfach keinen Bock mehr gehabt. Oh, Scheiße. Tja. Gott, was? Mist. Mist. Hat man auch neulich erst gehabt. Heißt du zufällig Bernd? Zeugen? Ich weiß, dass jemand etwas gesehen hat. Ja, Zeugen gibt's nicht. So langsam, wenn du drin bist, bist du erstmal im Fluss. Das ist ja schon ganz cool. Wir müssen weiter. In Ordnung. Aber du musst erstmal. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? So, und jetzt? Muss ich da tatsächlich erst noch rüberlaufen? Diese beiden da noch umnieten? Das gibt's doch gar nicht. Ja, los, hoch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den vielleicht auch noch zu knacken kriegen. Oder die? Ja, genau. Du Blödmann. Da bist du ja. Lass dich doch fallen. Lass dich doch bitte fallen. Lass dich doch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie blöd bist du eigentlich? Wieso lässt du dich nicht fallen? Das kann's doch nicht sein. Lass dich doch einfach fallen. Ich drücke wie blöd auf die Taste B und es passiert nichts. Na, toll. Die Schorken töten. Also, raus. Ab aufs Dach.
Fahrstuhl, bitte. Schnell, 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 bevor er schießt, Mensch. Lauf doch. Ja, ist doch in Ordnung. Ich gebe auch nicht auf, bis du tot bist. Oh Gott, das ist schlimm. Ey, das gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Unmöglich. Ich muss wieder zurück zum Macker. Oh, das darf nicht euer Ernst sein. Hilfe! Hilfe! Oh, ey, das kann nicht sein. Schnell! So weit vom Ziel entfernt. Jetzt muss ich. Ja. Tolle Idee. Super. Ganz toll. Schnell! Und ich latsche noch genau in die Falle rein. Alter. Zu langsam. Ihm nach! Du kannst die Revolution nicht aufhalten. Mach ich aber. Ja, nein, 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 nein. Alter, das kann's doch nicht sein. Alter, ein schwerer Gegner. Der ist ein Stern besser als ich. Alter. Fiese Nummer. Nun komm. So, jetzt wissen wir ja, das ist eine Falle. Hilfe! Schnell! Hilfe! Germain! Kleine Planänderung. Ihm nach! Ja! Ich liebe eine schöne Jagd! Verdammter Verräter! Ich freue mich darauf, dir die Eingabe. Ja. Was soll das denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht, was der will und nicht, was ich will. So, wir wissen, das ist jetzt natürlich eine Falle. Sinn. Wo ist der hin? Hört mir! Gut. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Na, endlich haben wir ihn gemacht. Endlich haben wir ihn gerettet. So, wollen wir ihm noch folgen? Und dann würde ich sagen, machen wir auch ein Folgenpäuschen. Aber ich bin noch drauf gespannt, was er mir zu sagen hat. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere.
Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Aloblee. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Sequenz Nummer 5, Erinnerung 1, der Silberschmied. Haben wir fast erfolgreich abgeschlossen. Wir haben natürlich Berserkerfalle nicht benutzt, weil wir haben keine. Und geknackte Türen auch nicht, weil wir sind zu blöd, Türen zu öffnen. Diese Fähigkeiten müssen wir uns natürlich erst noch besorgen. Irgendwie, irgendwo. Guti, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen. Ich danke dir fürs Zuschauen und finde das eigentlich auch ganz gut, dass du hier zuschaust und nicht nur bei anderen vielleicht, ach, da oben gucken. Wen nehmen wir da mit? Vielleicht, siehst du einfach mal, wie es so ist, wenn man kein Profi ist und dieses Spiel spielt. Man kann es trotzdem verkacken. In diesem Sinne, danke dir fürs Zuschauen. Hab noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.